Hallo liebe Leute, hier ist Christian von Christians Auto Plays Day mit dem Hut. Ich begrüße euch zur Speed Tutorial Lesson und zwar ein kleines Blues Lick werden wir hier machen. Und 90 Sekunden geht es los. Die Gitarre ist ganz normal auf normal gestimmt und dann geht es los. Nehmt euch am besten irgendeinen Clean Sound. Und 90 Sekunden und los. So, wir müssen erstmal hier in den zweiten Bund auf die A-Seite und dann hier das E anspielen. Spielen das am besten so abgedämpft. Können es auch durchgeschlagen machen. So, spielen es zweimal an. Dann gehen wir mit dem Ringfinger auf die 4 auf die A-Seite. Ja, das wird oft im Rock'n'Roll oder im Blues gemacht. Und spielen dann die 4 zweimal. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und dann einmal das E ganz am Ende. Aber schön flüssig hintereinander. Und das E kurz abdämpfen, stoppen, ja, E. So, jetzt gehen wir unten auf die hohe E-Seite, spielen die einmal an. Jetzt gehen wir auf den dritten Bund auf die H-Seite, spielen die einmal an, dann spielen wir einmal die Leerseite an. Jetzt gehen wir auf den zweiten Bund auf die G-Seite, spielen die an und dann auch einmal leer. Spielen die E-Seite einmal an. Lassen die etwas ausklingen und dann die 3, 0, 2, 0. Schön hintereinander. Da, 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 da. Und dann wieder oben. Ja, sehr gut. Und Leerseite. Am besten mit dem Ringfinger, dann bleibt er nämlich hier schön in der zweiten Lage. Und da sind die 90 Sekunden schon um. Und ich hoffe, ihr konntet das jetzt gut umsetzen und auch direkt lernen. Und wer immer auf dem Laufenden bleiben will, der kann mich entweder bei Facebook liken oder hier auf YouTube abonnieren. Kommt auf meiner Internetseite vorbei, da findet ihr viele, viele andere Lessons und ich habe sehr, sehr viele andere Videoformate, die euch wahrscheinlich auch gefallen werden. Ja? Dann wünsche ich euch alles, alles Gute und viel Spaß weiterhin beim Gitarre spielen und wir sehen uns bei meinen nächsten Videos. Ciao, ciao.